Hallo, willkommen zu diesem Video, bei dem es um die Bestimmung von fehlenden Koeffizienten in einem Gleichungssystem geht. Hierzu habe ich folgendes Beispiel ausgewählt. Trage die fehlenden Zahlen bzw. Koeffizienten so ein, dass dieses Gleichungssystem keine Lösung besitzt. Es fehlen hier zwei Zahlen, einmal vor dem x und einmal hinten. Wir wissen, dass keine Lösung bedeutet, dass das Ganze parallel ist, aber nicht identisch. So, wie könnte man nun möglicherweise vorgehen? Schritt 1. Man bringt jene Koeffizienten auf den gleichen Wert, welche vollständig vorhanden sind. Was das bedeutet, sieht man später. Zweitens. Man macht einen Koeffizientenvergleich so, dass das gewünschte Ergebnis erfolgt. Wie sieht das nun bei unserem Beispiel aus? Ich habe die obere Gleichung mal minus 2 genommen, damit ich vor dem y den gleichen Wert habe. Und vergleiche nun, was vor dem x los ist, und ich sehe, minus 2 mal eine gesuchte Zahl ist 6, also ist unsere gesuchte Zahl minus 3. Setze ich das nun korrekt ein, erhalte ich folgende Gleichung, beziehungsweise folgende Gleichungen. 6x plus minus 4y ist minus 10 und 6x minus 4y ist eine gesuchte Zahl. Sie sollen ja parallel, aber nicht identisch sein, damit muss die rechte Zahl kann jeden Wert annehmen, nur nicht den Wert minus 10. Wenn dort minus 10 stehen würde, wäre das Ganze identisch. Somit haben wir die Aufgabe gelöst. Wir wissen, die erste Zahl ist 3, die zweite nicht minus 10. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.